Grundsätzlich, die Verteidigung des Herrn Dr. Bornmähner von Rudi Angschober grenzt an Nekrophilie. Das ist mittlerweile schon fast Leichenschändung. Das ist eine Leidenschaft zu einer Leiche. Bitte. Im Übrigen erinnert mich das so an die Leute, die in Österreich in Kellern gewohnt haben und dann ein Stockholm-Syndrom für ihre Beine empfunden haben. Also der einen am meisten einsperrt, den liebt man dann. Ich fühle mich nicht eingesperrt. Das ist eine ganz eigenartige, fast abartige Leidenschaft, die Sie zu Rudi Angschober. Wahrscheinlich sind Sie der Letzte, der noch irgendeine Sympathie für diesen Wahnsinnigen am Schauen hat. Ja, bitte halte deine Worte in Zaum. Aber die Medienbehörde zu. Genau. Ja, und das ist mir vollkommen wurscht. Kriege ich schon wieder ein Problem. Ja, politisch gesehen. Ich distanziere mich von Gerald Groß. Distanziere dich vor allem und am besten, wenn du von der Medienbehörde auftrittst, gibt es das alte Waldheim-Geschichte, du hast alles vergessen. Ja, das ist das Waldheim-Syndrom. Ja, da kommst du mit allem durch in der Regierung. Wir haben nur leider das Band von deiner Sendung. Aber jetzt erklär uns, was Rudi Angschober hätte tun. Aber jetzt, Monaten, dass wir vergessen, was ich sage. Jetzt sag uns, was Angschober tun soll. Seit 12 Monaten haben wir ein Problem, und zwar nur ein einziges Problem, das auch im Gesetz verankert ist. Und dieses Problem nennt sich, Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Jetzt gibt es eine Reihe von Intensivmedizinern, die reihenweise in Zeitungen ihre Interviews gegeben haben und gesagt haben, die Knappheit an Intensivbetten hatten wir nicht erst durch Corona, die hatten wir die letzten 20 Jahre. Mhm. Effizienzhörige, hündische Effizienzverehrer, Sparsamkeitsverehrer haben die letzten 20 Jahre in jedem Ort in Hinterscheiß-Klappendorf einen Kreisverkehr gebaut, aber ein Spital dafür geschlossen. Unter anderem in der Regierung Schüssel, der du angehört hast. Genau. Nur so nebenbei. Aber wurscht, ja. Man kann ja klüger werden. Ich weiß nicht, wie du auf die glorreiche Idee kommst, dass in der Regierung Schüssel ein Landesspital gesperrt worden ist. Dort hat das Ganze begonnen. Nein, die Landesspitäler sind gesperrt worden die letzten 5-6 Jahre, angefangen von Rottenmann aus See, meinem eigenen Bundesland. Ja, viel wertvoll, also, überall ist ein Kreisverkehr. Du sollst uns sagen, was der Angschober tut. Ja, wenn du mich ausreden lassen willst, dann wird das auch funktioniert. Also, wir hätten die letzten 12 Monate erstens die bereits gesperrten Spitäler wieder aufmachen können. Das ist aber nur die logistische Variante. Dahinter hätten wir natürlich schauen müssen, dass Pfleger zu Intensivpflegern werden. Jetzt bietet jede räudige FH in Österreich, vor denen ich hohen Respekt habe, weil sie eine hohe Expertise herausbringen, bietet in 2 Semestern nebenberuflich, die 2 Semester hätten wir jetzt nämlich erledigt nach Adam Riese, nebenberuflich das Upgrading von einem normalen Pfleger zum Intensivpfleger. Wir hätten die pensionierten Ärzte zurückholen können, wie es auch Vorschläge der Wiener Sozialdemokratie sogar gegeben hat. Das hat der Gesundheitsminister alles nicht gemacht. Der von Ihnen verehrte Gesundheitsminister hat das alles verschlafen. Das ist seine Kernkompetenz. Und dann kommen ausgerechnet Sie als eingefleischter Sozi und Republikaner daher und zitieren König Karl Gustav. Ja? Und sagen, die Schweden hätten etwas falsch gemacht. Die Schweden haben nur eines falsch gemacht. Den gleichen Fehler wie wir. Sie haben die Pflegeheime nicht geschützt. Die Schweden haben aber die letzten 13 Monate keinen einzigen Tag Lockdown gehabt. Und im Übrigen, weil Sie gerade in der Diskussion mit Wolfgang Fellner daherkommen und sagen, wir wären gesundheitspolitisch, würden wir so gut dastehen. Wir haben im Vergleich zu Deutschland und Schweden mehr Corona-Tote. Das müssen Sie sich vorstellen. Also selbst wenn man der Anhänger dieser Theorie von innen ist, wir müssen jedes einzelne Menschenleben schützen, so wie im Übrigen das der Pflegehelferin in Zwettl, die an AstraZeneca verstorben ist. Die müsste zu dem kommen wir gleich. Wenn man die alle schützen hätte müssen. Auch in diesem Bereich hat der Gesundheitsminister versagt. So.